Wir hoffen, dass Sie bisher ermutigt und aufgebaut wurden. Wie geht es Ihnen? Das freut mich. Ich freue mich, heute Megan Smalley zu begrüßen. Sie ist die Gründerin und Besitzerin des Unternehmens Scarlet & Gold in Alabama. Scarlet & Gold ist ein christliches Druck- und Produktunternehmen. Es basiert auf dem Prinzip, zu erschaffen, zu geben und zu inspirieren. Ihre Kampagne Gnade geben unterstützt Menschen, die an Unfruchtbarkeit leiden und keine Kinder bekommen können. Ein Kampf, den Megan persönlich erlebt hat. Bitte begrüßen Sie mit mir Megan Smalley. Danke. Hallo Megan. Hallo, wie geht es Ihnen? Großartig, schön, dass Sie hier sind. Danke für Ihr Kommen. Sie leben in Alabama? Das stimmt, wir leben in Auburn, also nur 1,5 Stunden südlich von Atlanta. Das klingt gut. Ja. Danke, dass Sie gekommen sind. Bevor wir über Ihr Unternehmen sprechen, erzählen Sie uns etwas aus Ihrem Leben, von Ihnen und Ihrem Mann. Wir waren fast 5 Jahre verheiratet und haben nach 3 Jahren versucht, Kinder zu bekommen. Ich hätte nie gedacht, dass wir mit Unfruchtbarkeit zu kämpfen haben würden. Monat für Monat ist nichts passiert. Vor 2 Jahren haben wir es dann mit IVF versucht. Was ist IVF? In vitro Fertilisation, künstliche Befruchtung. Oh ja. Die Ärzte haben uns gesagt, dass das unsere einzige Chance wäre. Mir wurden 3 süße kleine Babys eingesetzt, aber es hat leider nicht funktioniert. Das war eine schreckliche Zeit in meinem Leben. Wegen diesen künstlichen Befruchtungen ist die Kampagne Gnade geben entstanden. Ich weiß nicht, ob Ihnen diese Befruchtungsbehandlungen vertraut sind. Sie sind sehr teuer und werden nicht von den Versicherungen getragen. Mein Mann ist Lehrer und Trainer. $14.000 waren sehr viel Geld für uns. Wir hatten nicht das Geld, um es nochmal zu versuchen. Mein Team hat daraufhin die Kampagne Gnade geben gestartet. Sie wollten uns dabei helfen, Geld zu sammeln, damit wir es ein letztes Mal versuchen konnten. Oh, das wusste ich nicht. Sie haben das Projekt gestartet, damit Sie es noch einmal mit IVF versuchen konnten. Ja. Und haben Sie es noch mal getan? Wir beten noch um den richtigen Zeitpunkt. Wir werden es diesen Herbst vielleicht noch einmal versuchen. Ich habe diese 2 Jahre gebraucht, um die Erfahrungen zu betrauern und um den Herrn mein Herz heilen zu lassen. Das ist ein wichtiger Teil meiner Botschaft. Wenn Sie etwas Schlimmes durchgemacht haben, müssen Sie sich von Gott heilen lassen. Hetzen Sie nicht durch den Trauerprozess hindurch. Bevor wir es nochmal versuchen können, musste ich aufrichtig trauern und da hindurchgehen. Die Menschen verstehen oft nicht, wie schlimm so etwas für Paare ist, die versuchen, Kinder zu bekommen. Richtig. Russ und Deanna Jacobson erzählen davon, wie sie durch ihre Versuche, Kinder zu bekommen und den damit verbundenen Prozess zum Glauben gefunden haben. Jahrelang hat es nicht geklappt, aber es hat sie gelehrt, tiefere Fragen zu stellen. Letztlich haben sie Kinder bekommen, aber oftmals bekommen Paare leider keine Kinder. Das ist richtig. Wie geht man damit um? Was macht man mit dieser Lehre? Das ist ein großer Teil meiner Botschaft, was, wenn Gott Nein sagt. Es geht nicht nur um den Kampf, Kinder zu bekommen. Im Leben erleben viele Menschen sehr schwere Dinge. Als Christen tendieren wir dazu, Standardantworten zu geben, um Leute zu ermutigen. Es wird passieren, wenn es passieren soll. Oder das ist nun einmal Gottes Wille für dein Leben. Ich möchte Sie ermutigen, Ihre Ärmel hochzukrempeln und die betroffenen Menschen durch diese schweren Zeiten hindurch zu lieben. Es ist immer leicht, sich hinter Ausreden zu verstecken. Ich weiß nicht, was ich tun oder sagen soll. Aber nichts, was Sie sagen oder tun, wird die Situation dieser Menschen ändern. Also lieben Sie sie. Krempeln Sie die Ärmel hoch. Seien Sie der Leib Christi. Seien Sie die Hände und Füße Jesu und fragen Sie, wie kann ich dich dorthin durchleben? Wenn Sie nicht wissen, wie, fragen Sie einfach. Aber auch auf der anderen Seite, als Mensch, der zu kämpfen hat. Wie geht man damit um? Was, wenn Gott Nein sagt? Wie findet man Freude in einer solchen Zeit? Wir haben unser Happy End noch nicht erlebt. Aber ich sage Ihnen, dass das vergangene Jahr eines der fröhlichsten Jahre meines Lebens war. Das verdanke ich Jesus. Erzählen Sie mehr davon. Das ist der Knackpunkt. Ich glaube, das berührt einen tieferen Punkt. Das Gefühl der Unzulänglichkeit, das Menschen manchmal spüren. Ich habe nicht genug Zeit, ich habe nicht genug Geld, ich bin nicht da, wo ich im Leben sein wollte. Oder viele sagen, ich habe diesen einen Menschen noch nicht getroffen. Ich hatte gedacht, ich wäre jetzt schon verheiratet. Was haben Sie darüber gelernt? Wie können Sie durch Jesus Freude haben? Mein Leben sieht vollkommen anders aus, als ich es gedacht hätte. Ich dachte, wir würden inzwischen 3 oder 4 Kinder haben und ich würde noch immer im Vertrieb arbeiten. Sind Sie ein Planer? Vollkommen.
Vor diesem Kampf war ich ein Planer durch und durch. Ich habe für die Zukunft gelebt. Das alles hat mich gelehrt, vollkommen im Moment zu leben. Durch so etwas hindurchzugehen, verändert die Perspektive darauf, was andere durchmachen müssen. Es öffnet die Augen und gibt ihnen Mitgefühl für Dinge, die andere durchmachen. Wie findet man Freude in solchen Zeiten? Ich habe es geschafft, indem ich meine Segnungen gezählt habe. Es ist einfach, in Selbstmitleid zu versinken und zu sagen, oh, ich armer, bemitleidenswerter Tropf. Mein Leben verläuft nicht wie geplant. Ich wollte dies und ich wollte das. Aber das sind alles meine Pläne, nicht Gottes Pläne. Wir sind als Christen dazu berufen, unser Leben am Fuß des Kreuzes niederzulegen und zu sagen, Gott, ich überlasse es dir. Deine Pläne, nicht meine. Das zuzulassen ist sehr schwer. Es flossen viele Tränen in diesem Prozess. Seien Sie zuversichtlich, dass Gott Sie liebt und auf Ihrer Seite ist, wo auch immer er Sie hindurchbringt. Es gibt ein Licht am Ende des Tunnels. Vielleicht bedeutet das für uns auch nicht die Kinder, die wir uns wünschen. Aber er hat mich mit diesem unglaublichen Unternehmen gesegnet und mir die Möglichkeit gegeben, meine Geschichte zu erzählen. Ich bin eigentlich ein schüchterner Mensch. Ich glaube, dass Gott uns zu Dingen beruft, von denen wir uns manchmal überfordert fühlen, damit wir ihn brauchen und uns vollständig auf ihn verlassen müssen. Das ist großartig. Ihr Geschäft ist erfolgreich, nicht wahr? Es hat sich gut entwickelt, stimmt's? Das hat es wirklich, wie ein Wirbelwind in den vergangenen 2,5 Jahren. Wie kann man Sie unterstützen oder bei Scarlet & Gold einkaufen? Sie können auf unsere Website scarletandgoldshop.com gehen oder uns auf Instagram unter scarletandgoldshop folgen. So finden Sie uns am besten. Zum Abschluss möchte ich noch etwas sagen. Ich habe den Eindruck, dass Sie ein pastorales Herz haben. Als Pastor sehe ich es in Ihnen. Da ist dieser Wunsch in Ihnen, die eigenen Verletzungen zu gebrauchen, um andere zu heilen, so wie Jesus es in gewisser Hinsicht getan hat. Millionen von Menschen hören Ihnen gerade zu. Auch Sie gehen durch alle möglichen Arten von Kummer, Krankheit, Tod, Verlust oder finanzielle Sorgen. Was sagen Sie zu diesen Menschen? Den trauernden Menschen würde ich als Erstes sagen, du bist nicht allein. Zweitens, erzählen Sie jemandem von Ihrem Kummer. Als Leib Christi sind wir dazu berufen, unsere Ärmel hochzukrempeln und andere durch harte Zeiten zu begleiten. Erzählen Sie jemandem davon und machen Sie sich bewusst, dass Sie nicht allein sind. Andererseits, wenn Sie jemanden kennen, der zu kämpfen hat, dann verlassen Sie Ihre Komfortzone. Verstecken Sie sich nicht hinter der Ausrede, nicht zu wissen, was Sie sagen oder tun sollen oder wie Sie es in Ordnung bringen können. Lieben Sie einfach und fragen Sie, wie kann ich dich durch diese Sache hindurch lieben? Wie kann ich für dich beten? Was auch immer passiert, Gott kann Sie immer auf mächtige Weise für sein Reich gebrauchen und das ist großartig. Inspirierende Worte. Danke, Megan Smalley. Wir wissen es sehr zu schätzen, dass Sie hier sind. Vielen Dank. Gott segne Sie. Danke.